Baroleikasse Gürbetal ist eine fast 100-jährige unabhängige Regionalbank. Aktiv vor allem im Gürbetal und im Kanton Bern, seit je und her. Und unser Hauptgeschäft ist Immobilienfinanzierungen für Private, KMU und Landwirtschaft. Wir haben uns nach fast 10 Jahren auf dem alten System entschlossen, etwas Neues zu machen. Die Wahl ist auf den Finstar gefallen. Wir haben das Projekt mit den Finstar und HBL-Leuten erfolgreich innerhalb von einem Jahr durchgezogen und sind seit dem 1. Januar 2022 operativ. Wir haben für die Einführung von Finstar ungefähr 9 Monate Zeit gehabt. Wir haben im ersten Teil Daten analysiert und geschaut, wie wir das ins Finstar reinbringen. Im zweiten Teil haben wir die Funktionen angeschaut und Vorbereitung für das Testing. Im Herbst, also in der, ungefähr nach der Hälfte der Zeit, haben wir anfangen zu testen während 3 Monaten und haben nachher noch 1 Monat Parallelphase gehabt, wo wir Daten in beiden Systemen gepflegt haben, bis nachher der Cutover am Silvester stattgefunden hat. Vorteil, die der Finstar bietet, sind vor allem für Kunden, das ist uns wichtig, sie haben heute eine App, sie haben heute ein Authentifizierungssystem, das den heutigen Gegebenheiten und Sicherheitsansprüchen entspricht. Wir auf der anderen Seite haben eine verlässliche Grund-IT-Ausstattung, die es erlaubt, die Verarbeitungen rationell und sicher durchzuführen. Der Schalter hat insbesondere seit der Covid-19-Pandemie enorm an Bedeutung verloren. Der Schalter wird fast nicht mehr gebraucht, noch praktisch als Rezeption für die Kunden, die einen Beratungstermin haben oder für Kleinauskünfte, Kurzauskünfte. Aber sonst für Geld einzuzahlen und abzuholen ist der Schalter heute mehr oder weniger bedeutungslos.